Hallo, du liebe Seele, und herzlich willkommen zu deinem Lammas Allgemein Orakel. Ja, wie ich dir bereits schon angekündigt habe, gehen wir ja mit grossen Schritten auf Lammas zu. Das ist eine Vorstufe von einem Erntedankfest, das am 1. 2. August gefeiert wird, gemäss dem keltischen Jahreskreis. Und an dieser Stelle möchte ich heute gerne für dich schauen, was ist bei dir hochreif? Was hast du schon so weit in dir entwickelt, dass du parat bist, mit dem allem in eine gute, heilsame Erntevorbereitung dürfen zu gehen, wo ganz viele Prozesse zuerst ja im Inneren auch stattfinden, bevor sie im Äußeren sichtbar werden, bevor sie in eine Umsetzung kommen können. Das alles möchte ich heute mit dir anschauen im Zuge von dieser Legung und einfach auch ein bisschen spontan adaptiert auf das schauen, was ich dir möchte zeigen, was für dich wichtig ist, also für die nächste Zeit. Vielleicht auch Themen, weißt, die du vielleicht gar nicht siehst, weil dir so viel in deinem Inneren passiert. Ja, die Resultate sind ja häufig im Äußeren nicht immer ganz so schnell sichtbar. Und da möchte ich gerne mit dir heranschauen, was ist für dich so weit entwickelt, dass es demnächst ab Lammas, ab dem 1. 2. August, bis und mit Mabon, das ist das nächste Datum im keltischen Jahreskreis, das am 23. September stattfindet, spätestens bis dann auch weiter sichtbar wird, fühlbar wird für dich. Ich nehme eine grosse Stille wahr. Eine Stille, die sehr behütend ist. Eine Stille, die vielleicht, wenn du es dir nicht gewöhnt bist, vielleicht in dir Energien von der Ungeduld anheizen können, weil du nichts siehst, weil du kein Resultat siehst. Und gerade auch ausgehend von dieser Stille soll man dir sagen, es passiert extrem viel im Verborgenen. Also Geduld. Und gleichzeitig ist es auch so, du kannst nur einen Schritt nach dem anderen machen. Und gerade wenn es viele Themen sind, grosse Themen sind, ist es wichtig, mit einer gewissen Beständigkeit, mit einer Ruhe in deinem Inneren. Ja, das heisst nicht, dass du mit dem schon ins Äußere gehst und handlungsaktiv wirst, überhaupt nicht. Sondern nur in deinem Inneren tust heilen, transformieren, bewegen, mit dem in eine Innenschau durchgehen. Und die Stille, die du im Energiefeld kollektiver Art spürbar ist, dient dir ja, auf eine sehr weibliche Art und Weise mit dir die Themen in einer Obhut, wie auch immer du das für dich ausmachst, dürfen zu heilen, dürfen zu transformieren, dürfen innerlich zu bewegen und tiefer mit dem dürfen zu gehen und zu spüren, was das mit dir macht, was es mit dem für dich und für deine Lebensführung, für dein Leben auf sich hat. Lass uns schauen, was zeigt sich da? Wow, der Wolf. Ich bin gerade richtig berührt. Was ich hier als erstes gerade spüre, ist, es geht ganz fest darum, dass du auf deine innere Stimme sollst hören. Dass du dich von deiner inneren Stimme sollst leiten lassen. Nicht von deinem Intellekt, sondern wirklich von deiner inneren Stimme. Und dass für dich möglicherweise ein Weg bestimmt ist, wo jenseits von deinen intellektuellen, strategischen Konzepten vorbestimmt ist. Wenn dir das gelingt, dich auf deinen Instinkt, auf deine Intuition, auf deine innere Stimme einzulassen und du das noch mehr verstärkter kannst hören. Und darum ist auch die Stille, die ich hier wahrnehme, so ein bisschen wie eine hohe Energie, die hier ist, damit du wirklich lernst, auf das zu hören, wird dich den Weg dorthin können führen, wo frei wird von Hindernissen, so wie ich es wahrnehme. Es geht auch darum, gerade auch über das Hören auf deine innere Stimme, auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition, einfachere, bekömmlichere
Lebenswege zu gehen können, die dir viel gerechter werden können. Und das ist ein Weg, der abseits von den konventionellen Wegen liegt, so wie ich das hier sehe und wie ich das für dich wahrnehme. Und du sollst lernen, auf das zu vertrauen, auch wenn dein Kopf vielleicht sagt, hier durchgeht es, dass aber ein anderer, leislicherer, aber nicht minder wichtigerer Anteil dir sagt, hey, aber hier durch kannst du auch noch gehen. Ja, es kommt mir so ein bisschen wie vor, du gehst arbeiten und du fährst immer die gleiche Spur ab, laufst immer den gleichen Pfad ab. Nimm doch mal einen anderen Weg. Wer weiß, wer dir dort begegnet? Wer weiß, wer dir dort begegnet? Ja? Also, los auf dein Innere, los auf deine innere Stimme, los auf dein Bauchgefühl. Und im Nachhinein sind wir ja oft immer gescheiden und sagen, ja, hey, ich habe es irgendwie gespürt. Ja? Und du sollst mehr auf das vertrauen. Okay? Gut, wow, der Wahl mit der Unterbrechung. Ja, also da nehme ich ganz deutlich vor, du sollst unterbrochen werden von dieser bisherigen Art und Weise, wie du eben in deinem Leben deine Wege, deine Pfade gewählt hast. Gang abseits. Und ich habe sogar das Gefühl, dass man dir explizit einige Hindernisse auf die Weg packt, um dich zu unterbrechen, dich abzubrechen von den Wegen, die du strategischer Art mit dem Kopf für dich geplant hast. Das ist falsch. Und darum kommt auch der Fall und sagt, hey, schau mal, da gibt es so einen anderen Weg. Oder hey, an mir kommst du nicht dran vorbei. Und um wirklich die Navigation von deiner Seele aufzunehmen, ja, du sollst auf deine Seele hören und deine Seele redet über dein Bauchgefühl, über deine Intuition, über deine Sehnsucht zu dir. Und du hast irgendwie noch ein bisschen die Tendenz, viereckiger Art am Alten festzuhalten, weil du nur das kennst und nur das kennengelernt hast. Und es gibt vielleicht auch wenige Referenzwerte nebenzu in deinem Leben, ja, Freunde, Kollegen, wer auch immer, wo das eben anders gemacht haben, die eben in die Unterbrechung gegangen sind von diesen konventionellen Strömungen und Wegen und sagen wir jetzt auch mal Lebensführungen in einem extremeren Fall, die aber für dich sehr wichtig wäre, um die Schritte einzuleiten, um ja, es kommt mir so wie vor, auf eine neue Stufe, auf ein neues Level zu kommen mit dir selber. Es geht um tiefes Vertrauen in deinen Lebensplan, in deine Seele und auch eine Hingabe an deine Seele, dass du deiner Seele vertrauen und dass das, was deine Seele dir zu geben hat und wo sie dich möchte herführen, genau das Richtige wird sein. Und dass du dann auch zu mehr Lebensfreude wirst kommen und auch so aus kargen, kalten Landschaften, traurigen Landschaften wirst du daraus rauskommen. Also das Orakel, das hat jetzt auch eine längere Gültigkeit, gell? Das ist jetzt nicht nur für die nächsten paar Tage, sondern das nehme ich auch wahr, dass das eine längere Zeit gültig ist, vielleicht bis zu Jahren, je nachdem. Wow! Auf der Unterseite haben wir den Neumond mit Verheißung. Ui, ich komme gerade ein bisschen Herzklopfen über. Oh, loslassen. Generationen. Okay. Auf dich wartet eine neue Morgenröte. Aber um wirklich dort reinzugehen, geht es darum, das Alte loszulassen. Das sind alte Muster, die von deinen Ahnen über Generationen hinweg mitgeschleppt worden sind, wo du vielleicht auch irgendwo dir selber gegenüber verbietest. Ja, wo du ja so einen Zaun da in die neue Morgenröte dürfen reinzuschwimmen und das, was dir hier gegeben werden möchte, dass du das könntest annehmen. Mit der Verheißung nehme ich aber auch wahr, es geht darum, selbstgesetzte Barrikaden, Einschränkungen, Ängste, Selbstsabotageprogramm loszulassen, dir die bewusst zu machen, bis und mit dem Herbst, ja, weil Tag und Nacht gleicher Herbst ist eben der 23. September, dann ist Mabon, auch zu erkennen, wie deine Ahnen so lange auf dich gewirkt haben und
Eben zu diesen beschränkenden Denkmustern und Glaubensprogrammen in deinem Leben beigetragen haben, die dich jetzt einfach anfangen zu beschränken und klein zu halten. Das ist wie nicht mehr aktuell und du sollst mit offenem Herz, mit einem guten Unterscheidungsvermögen das Thema anschauen, das dich immer wieder behindert, hier in einen Neuanfang, in eine wirklich sonnige, goldige Morgenröte zu gehen. Und ich nehme auch wirklich wahr, dass du selber vermutlich schon spürst, dass gewisse Lebensbereiche für dich zu klein sind, zu klein geworden sind, dass sie dir nicht mehr die Erfüllung geben, die Saturiertheit, das Glück. Vielleicht ist es das mal gewesen, aber Wachstum findet ja immer wieder statt und du stehst vor einer ganz grossen Veränderung, was das anbelangt. Ja, wirklich vor einer ganz grossen Veränderung. Es geht wirklich um Vertrauen, Vertrauensaufbau in die höhere Macht, Vertrauen auch in deine Seele, dass du ein bisschen wieder Kontrolle loslässt und die Handbremse lösen, dass deine Seele dich schon richtig führt. Und wenn du dort loslässt, dass es dann auch nicht so ein harziger Prozess ist, der so widerspenstig ist und murkst und stockt, sondern dass es insgesamt leichter gehen darf. Ja, lass wirklich gut auf deine innere Stimme, auf die Stimme in dir. Und wie das Universum vielleicht auch durch dich redet oder zu dir redet. Vielleicht auch über die Natur, vielleicht auch über Tier, vielleicht auch über Steine, vielleicht auch über Orakel. Und öffne dein Herz für die Liebe. Das nehme ich dir auch vor. Auf der Unterseite haben wir Lancelot, habe Vertrauen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Geschichte von König Artus. Und der Lancelot ist ja der beste Freund von König Artus. Das heißt, es geht wirklich darum, mutig die Wege voranzuschreiten. Und zwar nicht strategischer Art, sondern aus dem tiefsten Herzen. Für welche Mission lebst du? Für was bist du überhaupt hier auf der Erde? Was möchtest du hier auf die Erde bringen? Was manifestiert sich durch dich? Was macht dir die grösste Freude? Ja, wenn du arbeiten gehst und du sagst, es macht mir nicht die grösste Freude, dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht deine Lebensaufgabe ist. Und für dich ist es bestimmt, dorthin zu kommen, wo du dich kannst spüren kannst, wo du deine Leidenschaft kannst spüren kannst, wo du weißt, oh, das erfüllt mich mit einem ganz grossen Glück, mit einem ganz grossen Sinn. Und es fühlt sich so richtig an, das zu machen. Und du sollst vertrauen. Ja, vertrau auf das, was du in dir innen spürst, auch eben das Schlechte, wenn du das Gefühl hast, das fühlt sich schlecht an für mich, die Beziehung oder der Job oder was auch immer du in deinem Leben machst. Wenn dein Bauchgefühl ein Crescendo ist, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass sich etwas verändern soll. Jetzt hast du vielleicht eben noch nicht gerade so schnell den Mut oder das Vertrauen gefasst, zu sagen, oh, ich tue jetzt Veränderungen einleiten und ich möchte etwas anderes. Weil gewisse Prozesse im Inneren noch nicht ganz so weit fortgeschritten sind. Also es passiert ja auch nicht. Aber wichtig ist auch, dass die Schulung, die Vertrauensschulung in deine Seele, in deine Seelenführung, in dein Leben und auch in Bezug auf die Veränderungen, die zu dir kommen möchten, dass sich das stärker etablieren und installieren. Wow! Hohepriesterin, spüre deine eigene Medialität. Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich nehme wahr, dass so ganze magische, mystische Zeit auf dich wartet, wo so viel Heilung geschehen darf, wo du wirklich angebunden werden an die höheren Mächte, an die höheren Kräfte und dass sichtbare sowie unsichtbare Wesen, Energien an deiner Seite sind und wo dich unterstützen, dass dein Leben auf die richtige Spur kann kommen. Und es hat viel mit Vertrauen zu tun, mit Vertrauen an deinen Lebensplan und dass du geführt wirst und dass du auch die Führung bekommst, die du brauchst,
um aus einsamen, alten, armseligen, traurigen Pfaden können daraus herauszukommen. Und die Hohepriesterin, die gehört für mich auch ganz klar zu der Energie der Wale. Das ist einfach so eine ganz ruhige Energie, die sehr viel Frieden vermittelt, sehr viel Vertrauen stiftet in die lebensbejahenden Prozesse. Und dass eine sinnvolle Umleitung für dich in deinem Leben darf installiert werden, um dich wirklich umzulenken auf deine höhere Berufung, so nehme ich das vor. Und spüre deine eigene Medialität. Damit nehme ich vor allem wahr, dass es darum geht, dass deine Intuition geschult werden darf, dass du ein gutes Gespür bekommst für dich, was dir gut tut, was nicht gut tut und ob etwas zu dir passt oder nicht. Und auch die Themen von deinem Lebensplan und auch von deiner göttlichen Blaupause. Das heisst, das, was für dich bestimmt ist, in diesem Leben zu absolvieren, wo dir am Schluss ja auch viel Freude bringen darf. Das ist ja nicht immer nur negativ. Ja? Freude und ausgefüllt sein und Erfüllung, dass du das kannst angehen. Und du hast mega gute Unterstützung an deiner Seite. Ja, durch inkarnierte Wesen sowie auch Wesen, die aus der geistigen Welt kommen. Wir schauen mal weiter. Um wirklich, dass du schön dicht behalten wirst, dass du deine Spur nicht verlierst und nicht irgendwie wieder auf schräge Abwege kommst, wo nichts als nur mühselig sind. Und lass, wenn es mühselig wird und das über längere Zeit, dann kannst du davon ausgehen, hat es zweierlei Themen. Entweder die inneren Prozesse sind noch nicht so weit, dass sie vollständig ausgereinigt und geheilt sind. Das heisst, du bist in einem tiefen Heilungsprozess. Oder du verwehrst dich in diesen Prozessen und machst dir selber das Leben schwer. Du kannst selber schauen, wo du dich einordnest. Wow! Dimensionstor. Wage den nächsten Schritt. Schau mal, das bist du. Oh, und das sind hier, glaube ich, Narwale. Und wir Jungfrauen, die sind auch da. Und das bist du. Und ich nehme dich wirklich so ein bisschen als schüch und so ein bisschen ängstlich vor. Und vielleicht auch genau wegen dem so kontrolliert. Vielleicht kontrollierst du dann dein ganzes Leben und bist schon ein halber Psychokontroll-Freak. Ja. Und das soll nicht sein. Du sollst dich öffnen. Komm in ein Vertrauen. Öffne dich für wirklich ein neues Lebenskapitel, das zu dir möchte kommen. Und vor dem hast du auch ein bisschen Angst. Ich nehme auch wahr, dass da so wie ein bisschen eine falsche Autoritätsangst rum ist oder vielleicht auch so ein bisschen Dimensionsangst, wo ich auch spüren kann, dass du dich plötzlich ganz klein fühlst und etwas anderes, grösseres, höheres ist viel grösser und du bist so ein kleiner, winziger Wurm in diesem Universum. Das sind wir ja eigentlich im Grunde genommen auch. Es geht auch darum, um eine gesunde Bescheidenheit, um eine gesunde Demut und auch eine Hingabe können zu entwickeln zu diesen höheren Prozessen, die laufen. Für das braucht es auch, dass unser Ich und sowieso das Ego zurücktritt, damit eben die höheren Kräfte hier anfangen wirken. Dass die geistige Welt wirklich für dich anfangen spürbar durchgreifen, dass du geführt werden in eine neue Dimension von dir selber. Wow, das ist richtig, richtig mystisch. Und ich meine, der Wal ist natürlich eine riesen Megakraft, die das extrem unterstützt. Also ich nehme wirklich vor, die geistige Welt, die hebt dich hier ganz dicht. Ja, du siehst ja hier, die sind da bist du, da sind die Meerjungfrauen, der Narwal ist auch da. Also die geistige Welt, die hebt dich ganz dicht und ist wirklich so, wie als würde sie dich so in eine, ich will nicht sagen, so in einen Wattenpack, aber sowieso in eine, ich will nicht sagen, Zwangsjacke, aber wirklich so ziemlich hart einpackt, dicht einpackt, aber auf eine gute Art, ja, damit du deinen Weg ja nicht verpasst. Und ich glaube, wir können auch nicht unseren Weg verpassen. Aber ich nehme ein bisschen Dürreperioden und trockene Lebensplätze vor, wo da bei einigen von euch der Fall ist, wo dürfen bereinigt werden hin zum Guten. Und ich wiederhole es hier nochmal an dieser Stelle, die trockenen Plätze im Leben, wo du das Gefühl hast, du wanderst auf der Durststrecke oder in der Wüste, das kommt wirklich von dort her, entweder weil du in einem Heilungsprozess inne bist, ja, und die Heilungen noch nicht vollständig vollzogen worden sind, aber dann solltest du grundsätzlicher Art und Weise Verbesserung in deinem Leben können spüren, ja, dass du weißt, es geht aufwärts und nicht immer nur abwärts. Oder eben der andere Fall,
dass du es eben noch nicht geschafft hast, dich hinzugeben, dich zu öffnen gegenüber den höheren Mächten und Kräften, die in jedem Fall bereit wären, dich zu führen, dich zu begleiten, dich zu unterstützen, dir das zu geben, was du brauchst, um eben deinen Lebensplan zu erfüllen. Und das ist ja absolut in jedem Fall etwas Gutes und etwas Positives, das dich erwartet. Die Frage ist nur, willst du das? Und also ich denke, es gibt ganz klar einen Anteil, und der kommt von deiner Seele, die sagt, ja, ich will das, aber dein Ich oder dein Ego sagt vielleicht aus einer Angst heraus oder aus einer falschen Hochmut heraus, ja, Selbstüberhöhung, Ego-Themen heraus, nein, gegenüber diesen Prozessen. Und ich glaube, das kann man ein Stück weit schon auch machen, dass man so Prozesse verneint in seinem Leben. Aber wenn für dich etwas anderes bestimmt ist in deinem Lebensplan, wo du sollst vollziehen in diesem Leben, dann wird der Druck immer wie grösser werden, immer wie grösser werden. Man wird die Schrauben immer wie mehr anziehen, damit du wirklich einfach auch spürst, was du für eine Sehnsucht in deinem Inneren hast, was auch einfach möchte und muss und in jedem Fall will befreien, um ein neues Leben können zu gestalten. Ja, so kommt es mir da vor. Und das ist natürlich ein grosser Schritt. Du sollst ihn wagen, du sollst vertrauen, dass es das Richtige ist. Man begleitet dich, man überwacht und kontrolliert und beobachtet dich, dass du das jetzt machst. Also ich nehme da wirklich auch so eine Dringlichkeit und auch einen gewissen Entwicklungsdruck vor, auch verbunden mit einem starken Willen, der aus der geistigen Welt kommt und sagt, du machst das jetzt. Ja, so ein bisschen wie der Gott, der sagt, bing, mach jetzt mal. Ja. Ja, vielleicht einfach auch, weil du schon zu lange auf diesen alten Trampelpfaden unterwegs bist und das Leben nicht dorthin geht, wo es eigentlich gehen sollte. Und dass jetzt wirklich einfach eine Kurskorrektur und ein Spurwechsel angezeigt ist, sodass du nicht immer wieder im Juhe rauslandest. Ja, wir schauen mal weiter. Wow, das Siegel Avalons. Erwarte ein Wunder. Ja, was soll ich sagen? Der glücklichste unter uns ist ja immer noch der Briefpost. Nein, im Ernst, alle anderen auch. Aber wirklich, wirklich. Es ist wirklich einfach ein grosses Geschenk, das hier auf uns möchte zukommen, das dir möchte gegeben werden, uns allen möchte gegeben werden. Und ich glaube, wir dürfen doch absolut realistisch positiv sein, dass das, was zu uns möchte kommen, wenn wir es dann endlich mal schaffen, ja, uns zu öffnen, unsere Arme weit zu machen, dass wir wirklich dürfen empfohlen. Und zwar das Beste, was uns zusteht. Wo stehen wir uns denn selber noch im Weg aus Angst? Ja? Aus Angst, aus Vermeidung, aus Kontrolle, aus weiss nicht was auch immer. Das ist ja wie, du möchtest eigentlich, du sehnst dich mega nach einem Geschenk. Du möchtest unbedingt, unbedingt, unbedingt ein Geschenk haben. Und dann kommt zum Tag X das Geschenk zu dir in dein Leben. Und du bist selber noch so sehr in deinen Ängsten und in deinen Blockaden drin verhaftet, dass du das Geschenk gar nicht kannst annehmen, weil du innerlich noch gar nicht so weit bist. Und darum gibt es auch wirklich den Entwicklungsdruck, den ich hier ganz eindeutig wahrnehme, der da ist, wo wirklich die geistige Welt sagt, gang jetzt einfach vorwärts. Ja, gang vorwärts und öffne dich für das, was dir hier möchte gegeben werden. Und darum schafft ihr auch so viel jetzt, schafft so fest in dieser Zeit auch am Herz, weil Vertrauen hat auch viel mit dem Herz zu tun, dass wir unser Herz öffnen, dass wir uns nicht eben aufgrund von unseren schlechten Erfahrungen von der Vergangenheit zumachen, dicht machen, unsere Arme verschränken und dann das ablehnen, was uns eigentlich noch möchte geschenkt werden. Stell dir vor, das ist wie einer, der irgendwie 5 Franken 55 auf dem Konto hat und dann spielt er eine Lotto und dann bekommt er den grossen Jackpot, 5,5 Millionen und dann Arme verschränkt und dann heisst es, du bekommst es gleich nicht. Hey. Also, das ist ein Sabotageprogramm, Selbstsabotageprogramm, wo ganz tiefen Ursprung im Inneren haben, wo eben noch aufgelöst werden, erarbeitet werden in den nächsten Wochen, damit eben die Verschränkung sich lösen darf und dass das Wunder wirklich zu dir kommen kann, dass du es dann auch so annehmen kannst und dass du dich auch darüber freuen kannst und dass du auch weißt, ja, genau du, genau du bist damit gemeint und nicht die Person nebendran oder hintendran oder vorne dran, sondern du. Und das kennst du ja sicherlich, wenn irgendwie etwas ganz Gutes zu dir möchte kommen und du hast so das Gefühl, was bin ich damit gemeint? Oder wo noch irgendwie eben Selbstsabotage-Themen blockierender Art im Hintergrund wirken, ja, habe ich das verdient, bin ich denn würdig, bin ich denn gut genug für das? Auch Selbstwertthemen, ich meine, das haben wir ausführlich diskutiert auf diesem Kanal. Es wird jetzt noch weiterkommen, weil es ist immer noch
ein kollektives Thema, das möchte bearbeitet werden. Aber wie willst du das annehmen, das Wunder, das grosse Glück, das Geschenk vom Universum, die Liebe, die dir gegeben möchte, werden, wenn du selber noch mit 10 Blockaden und Hindernissen in deinem Inneren damit am Kämpfen bist? Du wirst immer das Gefühl haben, du hast es nicht verdient und du wirst dich somit selber so lange sabotieren, bis diese Themen im Innersten gründlichst aufgearbeitet worden sind. Und ich sage dir, das löst sich nicht einfach so, sondern du musst etwas dafür machen. Weil das sind Themen, die aus der Vergangenheit kommen, aufgrund von alten Enttäuschungen, alten Verletzungen, alten Kränkungen, die nicht geheilt sind und die in dieser Zeit eben genau von dir möchten bearbeitet, geheilt und transformiert werden. Und darum, hier nochmal, Lancelot, habe Vertrauen. Ja, du sollst Vertrauen haben. Du hast das Beste verdient. Wir haben alle das Beste verdient. Aber wie willst du es dich annehmen und genießen, wenn du noch eben Pendenzen im System das Ganze verunmöglichen? Altar der Kraft, nimm, was dir zur Verfügung steht. Also so, nimm ich einfach auf Wort. Du bist schon mit gewissen Talenten und Fähigkeiten ausgestattet worden und es möchte noch mehr kommen. Ja? Kosmisches Herz, sieh die Situation aus der höheren Sicht. Das zeigt mir auch ganz klar, das steht für dich in deinem Lebensplan geschrieben und du sollst es wirklich jetzt angehen. Ja. Wirklich ein Geschenk eigentlich. Ein Geschenk, wenn du auf die richtige Spur kommst. Also es freut mich für dich. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, es braucht noch so 3-4 Knöpfe, die im Inneren richtig gedrückt werden müssen, damit du kannst richtig verwachen. Es ist so wie ein Teil ist noch nicht ganz verwacht. Und das soll aktiviert werden, damit du bereit bist zum Fallen. Ja, die Bereitschaft möchte ich da sein. Weil sonst ist es so wie, ich will heilen, aber ich will gleich nicht heilen. Ich möchte wachsen, ich möchte gleich nicht wachsen. Ich möchte Erfolg haben und ich möchte gleich nicht Erfolg haben. Also für jedes Gegenargument, für jedes Argument findest du ein Gegenargument. Gut, was ist deine grösste Blockade diesbezüglich? Ast der Erde. Das heisst, deine grösste Blockade diesbezüglich ist, dass du es wirklich nicht das Gefühl hast, dass du es nicht verdient hast, in dieser Fülle, in diesem Glück dürfen zu sein, wo die dein Leben damit möchte beschenken. Also das ist unglaublich. Und somit auch in die grosse Kraft, in die grosse Macht, in die grosse Ehrerbietung, die du auch wahrnehme, die dir zustünde, können zu kommen, und zwar mit deiner absoluten Einzigartigkeit, so wie du bist, so wie du wirklich bist, ja, frei von Masken, frei von irgendwelchen Programmierungen von anderen, damit meine ich, dass du anderen gefallen willst, frei von falscher Dienerschaft, die nicht zu deinem Wesen gehört, im grössten Einklang und Übereinstimmung mit deiner Seele, mit deinem Seelenplan, und dass du den Mut hast, dich so zu zeigen, empfindsam, verletzlich, nackt, pur, wie du wirklich bist. Ja? Schau, das ist ein Maiskolben. Und hat ganz viele verschiedenfarbige kleine Maiskörnchen dran. Das ist nicht alles nur gelb. Also es geht auch um deine eigene Buntheit, um deine eigene Vielfalt. Und es ist das Ass von der Erde, das entspricht einem Ass von der Münze. Und dass deine Vielfalt ja, auch viel mit deinen Talenten zu tun hat, auch deine Multitalente. Und glaub mir, das ist auch ein bisschen ein Wunder. Und gleichzeitig ist es kein Wunder, weil es geht auch darum, auf deiner eigenen, ganz persönlichen Lebensklaviatur, die mit einem Volumen können zu versehen, was dein Leben, dein Lebensspiel anbelangt, das in keinster Art und Weise linear ist. Ja? Es soll multitalentiert sein, aufgrund von deinen vielen verschiedenen Talenten. Und du selber kannst jetzt für dich beurteilen, tust du irgendwie alle meine Entchen auf dem Keyboard spielen oder schaffst du es, Rachmaninoff auf dem Steinway-Flügel zu spielen. Das ist einfach ein Unterschied. Und ich glaube, gerade auch das Klavier, das Pianoforte, ist ein gutes Beispiel für das, was der Ausdruck von einem harmonischen Instrument anbelangt, weil alles, was in dir innen angelegt ist, zum Ausdruck möchte ich kommen. Und nicht nur eben alle meine Entchen mit 5 Fingern gespielt. Du weißt, was ich meine. Also, da geht noch mehr, da wird noch mehr kommen. Und du hast natürlich
auch ein absolutes Recht dazu, das einzufordern für dich. Also, dein Wachstum soll dorthin gehen, wo in höchster Übereinstimmung ist mit dir, mit deiner Persönlichkeit, mit all deinen Talenten und einzigartigen Gaben und Fähigkeiten, die du hast. Und glaub mir, ich habe sogar den Eindruck, du hast noch nicht alles entfaltet. Ja? Ich meine, wir brauchen ja sehr wenig von unseren Gaben und Talenten. Und für mich geht es darum auch, wenn ich die Legung anschaue, wirklich in eine Selbstverwirklichung zu kommen von dir, was das Höchste von deiner Persönlichkeitsentwicklung eigentlich auch ist. Und dass das natürlich nicht nur mit Lamas allein und bis mit Mabon, also bis mit dem 23.09. bei dir vollzogen ist, das erklärt sich ja eigentlich auch von allein. Aber das Bewusstsein, dass das bei dir möchte entwickelt werden, das wird ganz sicherlich bis dann geschult werden. Ja, also das heisst, erwart dir mehr. Das heisst, erwart dir mehr an deinen inneren Talenten und Fähigkeiten, die in dir innen noch schlummern, die möchten in ein Verwachen kommen und wo dir auch am Schluss Freude macht. Ja, also wo du auch weißt, hey, ich bin in einem Beruf, der mir wirklich Freude macht, wo ich meine Herzensmission, meine Leidenschaft, meine Berufung drin spüre und finde. Und das geht natürlich immer weiter. Statt so einseitig zu arbeiten. Das habe ich ja schon erwähnt, diese Woche einmal. Ja, schau, Balance. Was ich hier bei dieser Karte wahrnehme, ist auch das Thema, dass du wirklich in eine Ruhe musst kommen in Bezug auf das, was in deinem Leben ist. Es gibt Störquellen in deinem äußeren Leben, das haben wir immer, auch in Form von Ablenkungen, Telefonanrufe, Alltagsleben, der Beruf, dein Mann, deine Kinder, deine Frau, was auch immer. Und auch eben Selbstsabotageprogramm, falsche Vorwände, ja, wo die in der Komfortzone halten wollen, damit du dich nicht bewegen musst. Das ist ganz wichtig, dass du das gut überprüfst. Und dass du unabhängig von dem in eine höhere Konzentration und eine sehr tiefe innere Einsichtnahme durchkommen in Bezug auf dich, wer du bist. Und darum sage ich auch immer wieder und wiederhole das auch immer wieder, wer bist du und darf es denn sein, so wie du wirklich bist? Oder haltet man dich wieder klein oder sagen deine Kollegen, oh, hey, die macht jetzt das oder der macht jetzt das und du hast Angst vor verurteilt werden und getraust dich nicht, etwas einzugestehen, zuzugestehen, auch öffentlich dazu zu stehen. Weißt du, ich kenne viele Leute, die das nicht können. Ich meine, schau, es gibt ganz viele Leute, die hier zuschauen, die würden doch niemals im äußeren Leben können zugeben, hey, ich schaue hier Oracle bei Cynthia auf dem Channel. Weißt du? Das gibt's. Das gibt's. Es gibt auch andere. Aber das ist einfach immer noch irgendwie mit Scham behaftet. Und was, meine Liebe, mein Lieb, fällt dir hier so schwer, zu dir zu stehen? Oder anders gefragt, was motiviert dich überhaupt, hierher zu kommen, das zu schauen? Ja? Und darum auch hier an dieser Stelle nochmal die Frage, wer bist du wirklich? Was tut dir denn wirklich gut? Wo fühlst du dich daheim? Was interessiert dich wirklich? Und darfst du dir so sein? Oder ist das nur etwas, wo du daheim für dich allein im verborgenen Kämmerli machst? Ja? Das ist so ein bisschen, eine grundsätzliche Frage. Und warum kannst du nicht zu dem stehen? Ja, warum schämst du dich für das? Wovor hast du Angst? Verurteilt zu werden, beurteilt zu werden, ausgrenzt zu werden, abgeschnitten zu werden, allein auf der Strasse zu stehen, Existenzängste zu haben. Aber hey, erkenn doch, dass du selber hier schon die ganze Zeit durch die Wüste gewandert bist. Vielleicht ist es dann erst recht nötig, um die Schnür definitiv und endgültig abzuschneiden und zu sagen, du, jetzt bin ich befreit. Und ich kann dann wirklich dem folgen, was mir Freude macht. Ich weiss, das ist so ein bisschen ein Spannungsverhältnis, das man auch immer wieder neu überproben muss. Aber irgendwann wirst du sagen, du, Gott sei Dank habe ich das hinter mir gelassen, endlich kann ich mehr sein, endlich kann ich das machen, was mir aus meinem tiefsten Herzen am meisten Freude bereitet. Und darum, auch hier mit der Balance, nehme ich einfach ganz klar wahr, das ist etwas, was du mit dir noch innerlich ausmachen darfst. Ja? Ich nehme hier wirklich auch Schamgefühl wahr, Ängste,
Angst vor zurückgewiesen, abgelehnt zu werden und darum auf gar keinen Fall nicht irgendetwas dürfen zuzugeben gegenüber anderen. Und das finde ich sehr schade. Das finde ich unglaublich schade. Zum Beispiel auch etwas, das mir nicht in den Kopf hineingeht. Und schau, hier haben wir auf der Unterseite den Stern. Es hat mit der Erfüllung von deinen grössten Wünschen und Sehnsüchten und deinen grössten Träumen zu tun. Und dass du mit dem in eine Vollendung darfst kommen, dass es gut darf sein. Aber du zweifelst immer noch dran. Du sabotierst dein eigenes Glück. Und das ist einfach schade, schade. Ja, ich kenne ja auch ganz viele Menschen, die haben mega Probleme, Liebe einzugestehen oder zuzugestehen. Das ist ja wirklich, das kann ich ja nicht verstehen. Ich meine, mit dem kannst du ja niemanden verletzen. Du kannst ja höchstens jemandem ein Kompliment machen. Das ist doch etwas mega Schönes. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Aber eben, dort hängen ganz starke alte Ängste dran. Selbstzweifel, Selbstsabotageprogramm, wo da eben auch vielleicht schon in der Vergangenheit zu Enttäuschung und Schmerz geführt haben. Und genau diese Themen sollen eben aufgearbeitet werden, damit du nicht deinem eigenen Glück im Weg stehst. Ja? Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wir schauen jetzt noch mit den Bachblüten, was dir hier helfen kann, dass du hier aus diesen Zweifeln kannst rauskommen. Und eben genau auch vielleicht ein bisschen verursacht von diesem Verhalten, auch Tendenzen hast, in Exzess zu gehen oder in ein Überborden auf einer anderen Seite, weil, ich bin also ausgerechnet, jetzt brauche ich ganz schnell ganz, 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 ganz viel Wasser. Ja, die ist jetzt gerade rausgefallen. Klematis. Ich bin ganz im Hier und Jetzt. Weiße Waldrebe. Also, Klematis sagt ganz klar, es geht darum, rauszukommen aus deinen Träumen. Vielleicht bist du jemand, der viel träumt, viel fantasiert, viel sich nicht mehr anders herträumt, weil deine eigene Lebensrealität so grau und unwirtlich ist. Das habe ich doch bei dieser ersten Karte hier wahrgenommen. Und es soll nicht so sein, dass du so ein schizophrenes Leben führst, wo du einerseits einen grauen Alltag hast und dann eben in deinen Traumfantasien irgendwo nicht mehr anders musst herrauschen, um das zu erleben. Sondern du sollst erkennen, dass das etwas ist, das zwar mit deiner Sehnsucht zu tun hat, aber dass es eben auch für dich bestimmt ist, in deinem Leben, im Inneren, notwendige Veränderungen einzuleiten, um wirklich das in deinem Leben auch dürfen manifest werden zu lassen. Also, ein kleines Beispiel. Bei mir war ja das auch so gewesen. Ich hatte ja wie jeder andere Mensch auch ganz einen normalen Beruf mal gehabt. Ich meine, meine Ex-Kollegen, die schauen ja da alle zum Teil zu. Ja, auch meine Ex-Mitarbeiter. Ich weiss ja das. Und ich hatte riesen Sehnsucht gehabt, als ich mit dieser Medialität in Verbindung gekommen bin. Das hat mich wie infiziert gehabt. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich war wie süchtig. Ja, also auch ein bisschen überbordende Tendenzen. Ja, in meinem Leben hatte ich das auch gehabt. Aber einfach auch, weil ich so lange, vielleicht wie du auch, auf dem Trockenen gesessen bin und eben nicht das machen konnte, was mir die grosse Erfüllung gebracht hat. Und ich habe lange Zeit auch nicht gewusst, was das ist. Ja. Und dann war es plötzlich sonnenklar gewesen. Und dann konnte ich fast nicht mehr aufhören. Und ich hatte so eine grosse Sehnsucht noch, in die Medialität zu gehen, also in die Themen hineinzugehen, die ich jetzt heute mache. Weil ich einfach gewusst habe, das erfüllt mein Herz, mein ganzes Sein, mein ganzes Wesen mit so viel Sinnhaftigkeit, mit Glück und Erfülltheit, dass ich nur noch das machen möchte. Und dann gibt es natürlich die klassischen Übergangsphasen. Dann ist das Neue noch nicht manifestiert, konkret in diesem Leben. Und ich habe immer viel über das geträumt. Ich habe mir wirklich immer ausgemalt, so werde ich das arbeiten. Und das werde ich dann machen. Und so. Und ich bin ja auch ganz eine furchtbare Träumerin. Ja, das muss ich mir selber auch eingestehen. Ich meine, Neptun steht nahe an meinem Mond. Und dann bin ich ein bisschen weich gespürt und schaue immer so ein bisschen verträumt rein. Und es ist für mich auch so wichtig gewesen, gerade aus einem sehr ausgetrockneten Alltag, Arbeitsleben wirklich auch können, in die medialen Zirkel dürfen zu gehen, in die Seminare dürfen zu gehen, an Meditationen dürfen teilzunehmen, weil das hat mich richtig boom, geflutet mit Energie. Oder auch früher noch, als ich noch nicht selber Orakel gemacht habe, dass ich ein Orakel dürfen schauen von jemand anderem. Das hat mir so viel Energie gegeben und das hat mir so gut getan. Und ich nehme Ähnliches bei dir auch vor, dass es dort so wie eine
Transzend, eine Übergangsphase gibt, wo auch du in diese Energien dürfst reinkommen und wo du ja im Grunde genommen eigentlich auch spürst, dass dir das gut tut und dass das für dich auch wichtig ist. Und du sollst es erden und es soll nicht für dich ein Fluchtanker sein, um irgendwie etwas zu rechtfertigen, um andere Lebensstrukturen, die für dich viel Energie zehren, können aufrechtzuerhalten. Das geht eine Phase lang ganz gut, dass das wie so eine Kraftquelle kann sein, eine Tankstelle. Ja, aber dort musst du auch selber ein bisschen ehrlich sein mit dir. Ja, machst du da einen Missbrauch oder benutzt du vielleicht gewisse Quellen nur wie ein Vampir, ja, um dich dort dran zu ziehen und Energie zu ziehen, um in Lebensbereichen können Energie aufrechtzuerhalten, wo du ja eigentlich im Grunde genommen selber von deinem Herz her weißt, hey, das bringt mir überhaupt gar nichts. Ja? Und macht mir keine Freude, macht mir keinen Spass und so weiter. Sondern, dass du auch eben lernst, entsprechende Veränderungen in deinem Leben können, zu bewerkstelligen. Weil dann kommt dann die Energie von allein. Ich bin voller Energie. Hornbeam, Hainbucher. Dass du eben freudvoll all dem kannst folgen, was dir Freude bereitet, was dir gut tut, wo du auch weißt, hey, das ist mein Glück und ich verschwende nicht mehr meine Energie für Sachen, die mir nicht gut tun. Ja? Und dass du eben all deine Erfahrungen, die sie waren in der Vergangenheit, dass du das annimmst als eine Lernschulung und dass du eben nicht dagegen ankämpfst, im falschen Glauben, dass du dort noch weiterkommen sollst. Weil wir sehen, hier ist auch der Berg. Also da gibt es eine gewisse Blockade, wo man dir wirklich auch in den Weg steht und sagt, so nicht. Da geht es nicht mehr weiter. Und all die Themen, die ich dir jetzt hier gesagt habe, ist wichtig, dass das wirklich reingeht bei dir. Ja, dass du das wirklich verinnerlichen darfst, um die Bedeutung von diesen Botschaften anzunehmen. White Chestnut, ich fühle mich ruhig und klar. Das heisst, es gibt vielleicht auch Themen, die bereits schon so weit fortgeschritten sind bei dir, dass du in der Nacht nicht schlafen kannst, dass du Gedankenobsessionen hast, dass du dir den Kopf zermarterst, dass du das Gefühl hast, boah, wie geht es dir weiter? Das zeigt ja eben schon auch, wie verkopft du bist, wie stark strategischer Art du unterwegs bist und irgendwo das Gefühl hast, es müsste anders sein. Oder ich kann nicht loslassen. Ich bin wie angeklebt, gefesselt an die Prozesse im Äußeren. Und deine erste Lösung, um mit dem in einen heilsamen, transformativen Prozess zu gehen, ist Pain. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Das heisst auch, dass du deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Sehnsucht nicht mehr verleugnest, sondern zu dir stehst. Ja? Und zwar für dich. Okay, ich sammle die Energien und schicke sie dir in Form von Heilenergie jetzt nochmal, dass du lernst, zu dir zu stehen, dass du bei dir bleibst, dass du nicht davor rennst, dass du nicht mehr abwehrst, sondern dir deine Lebensthemen und Aufgaben stellst. Und dass es dir wird helfen. In einen Aufstieg und in eine wirkliche Befreiung von deinen Themen dürfen zu kommen. Gut, meine liebe Seele, ich wünsche dir ganz ein wunderbares Lammas. Wie gesagt, das Orakel hat eine längere Gültigkeit, aber es soll für dich ganz tief in dein System hineinsinken. Ganz tief. So, dass es von unten her, von den tiefsten innersten Schichten von deinem Sein, von unten her dürfen die seine Wirkung und Entfaltung entfachen, um die in die Veränderung dürfen zu führen. Und dass du dir dem vertrauensvoll dürfst hingeben, weil es ist zu deinem Besten. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und mach's gut. Tschüss.